Wie schnelle Monade die Magenschleimhaut zerfrisst, beweist man doch nicht mit dem Magen von einer Kuh. Menschliche Magenschleimhäute sind nun mal schwer zu kriegen. Oder spendest du mir vielleicht deine? Was ist mit euch beiden los? Eli ist sauer auf Mom und lässt seine Wut an meinem Wissenschaftsprojekt aus. Das ist ein mieses Propagandaprojekt. Halt doch die Klappe. Hör zu, Dad. Ich habe Jennifer und Roger gesagt, dass ich sie beide zur Party fahre. Aber Mom hat gesagt, ich darf nicht fahren. Könntest du nicht noch mal mit ihr darüber sprechen? Manchmal fühle ich mich so, als ob ich bloß so tue, als wäre ich sein Vater. Mein Vater, der hat uns, naja, vor allem Angst eingejagt. Gleich, wenn er nach Hause kam. Wahrscheinlich ist sie nur besorgt, dass es auf dieser Party... Ich meine, da wird doch sicher auch... Dad, weißt du, wie viele Filme und Spots sie schon über Pott und Fahren unter Alkoholeinfluss absetzen musste? Dann goss er sich vor unseren Augen einen Scotch ein und dann machte er uns ganz ruhig irgendwelche Vorschriften. Und er ließ uns permanent spüren, dass er uns nicht traute. Und daher redeten wir kaum noch mit ihm. Und bewiesen ihm, dass er recht hatte. Nicht zu fassen, dass sie diese Filme überhaupt noch zeigen. Ich fand immer diesen Gong besonders peinlich, der ständig losging, wenn mal die Szene wechselte. Du hast ja so recht. Jedes Mal, Ding, hier ist Joe, der sich gerade besäuft. Und Ding, hier versuchen Joes Freunde, ihm die Autoschlüssel zu klauen. Ding, hier ist Joes Auto um einen Baum gewickelt. Also hatte er keinerlei Vorstellung, wie unser Leben in Wirklichkeit aussah. Naja, und irgendwann war er tot. Wo bleibt ihr denn? Ich rede mit deiner Mom. Okay. Ich danke dir. Hallo? Ist da die Firma Semmler, die Heizung und Klimaanlagen repariert? Deine Heizung ist tatsächlich kaputt? Nein, die funktioniert fabelhaft, aber du musst sie trotzdem reparieren. Machen Sie Hausbesuche außerhalb der Staatsgrenzen? Aber ich werde pro Meile bezahlt. Ich habe gesagt, ich will auf eine Party, aber ganz sicher nicht zu einem Kostümfest. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, die Richtung stimmt irgendwie. Na gut. Oh. Bekommst du uns, wenn Mami was zustößt? Wenn eurer Mami was zustoßen würde, würdet ihr sicher bei eurem Daddy Judy. Wohnen. Oh nein, nicht den khakifarbenen, der ist so verdammt spießig. Hallo? Na, Schätzchen, hier ist Mami. Hallo. Wenn du und Daddy sterben, kommen wir dann zu Judy? Sag mal, hast du keine anderen Sorgen, du verrückte Nudel? Was machst du gerade? Ich hüpfe. Willst du mit Judy reden? Ja, gib sie mir einfach. Okay. Los. Hallo? Ich hoffe mal, du bist nicht tot. Ganz im Ernst, dieser Job ja schafft. Was macht ihr denn im Moment? Wir überlegen uns gerade, was Grace zu der Party morgen anziehen soll. Aber dein Kleiderschrank stimmt mich sehr traurig. Stellst du noch aus diesen alten Katalogen? Wessen Party? Das muss wohl eine von diesen Partys sein, die, warte kurz. Wessen Party? Evan Fischer hat Geburtstag. Du weißt nicht mal, wessen Party das... Oh doch, das weiß ich sehr wohl. Evan Fischer feiert seinen Geburtstag. Den Rest erfährst du von deiner Tochter. Wenn da keine Erwachsenen sind, darf sie nicht hin. Ältere Brüder und Schwestern fehlen nicht. Selbstverständlich. Hallo. Ich habe dir nichts von der Party erzählt, weil ich erst heute Vormittag eingeladen wurde. Ist doch okay. Und anscheinend liegt dir was an der Party. Ja, anscheinend will ich zum ersten Mal bei sowas dabei sein. Also wär's lieb, wenn du es mir erlaubst. Ich habe eigentlich nichts dagegen. Willst du dir meine weiße Bluse dafür ausleihen? Ja, sehr gerne. Okay, hier ist Judy nochmal für dich. Lilly? Ja. Und, hast du in deinem Hotel wenigstens ein klein bisschen Spaß? Ja, ich amüsiere mich hier wirklich großartig. Also, du rufst mich an und ich rufe dich an. Falls noch irgendwas ist. Ach, und Judy. Judy, informier dich über die Eltern. Genau das wollte ich eben tun. Mach's gut. Du verrücktes Huhn. So ein Wahnsinn. Ich kann nicht fassen, dass ich meine Kinder jemandem anvertraue, der seit seiner Geburt das Finanzamt bescheißt. Und ich kann auch kaum fassen, dass es jemanden gibt, der so weit fährt, nur um mich zu sehen. Ich meine, sie erlaubt meiner kleinen Grace, auf eine Party zu gehen, weiß aber nicht mal, in welchem Rahmen die Party stattfinden wird. Und wer schmeißt diese Party? Ein gewisser Evan Fischer. Es geht um Evan Fischers Geburtstagsparty? Die Party bei den Fischers? Was sind das für Menschen? Sie sind vorübergehend auf Bewährung frei. Das ist überhaupt nicht witzig. Du denkst, ich mache mich völlig umsonst verrückt. Aha. Und genau daran erkenne ich, dass du deine Kinder verdammt lieb hast. Ja, natürlich. Bist du in dem Alter auch auf Partys gewesen? Oh ja. Und wie war das? Du hast sicher viel Mist gebaut. Ich formuliere es mal so. Ich wäre erpressbar, wenn ich Präsident werden wollte. Die Standardausrede bei mir war, ich übernachte bei Sharon. Und dann sind wir immer per Anhalter nach Highland Park gefahren, um dort zu rauchen und in diese Bar zu gehen. Ich kann kaum glauben, dass wir nicht vergewaltigt worden sind. Die Welt damals war friedlicher. Ach, ich darf meine Kinder nicht wegsperren. Eli,
geht ebenfalls auf diese Party. Und ich bin sicher, dass Karen die komplette Familienchronik von den Fischers hat. Und wenn du willst, dann kann ich natürlich einen Helikopter mieten, in dem ich dann über dieser Party schwebe. Rick. Lily. In Zukunft sollten wir nicht mehr im Bett über unsere Ex-Partner und unsere Kinder reden, okay? Was soll schon passieren, wenn er Jennifer in deinem Auto zur Party abholt? Du bist ziemlich naiv, was diese Party angeht. Ich gehe davon aus, dass du mit Evans Eltern telefoniert hast. Dazu bin ich dummerweise bisher nicht gekommen. Aber ich finde nichts Schlimmes daran zu überprüfen, wo eine Party stattfinden wird, auch wenn dir sowas immer sehr peinlich ist. Karen, über die wirklich gefährlichen Partys werden wir doch überhaupt nicht informiert. Aber über diese würde ich gern mehr wissen. Die erscheint mir gefährlich genug. Du weißt, er wird bestimmt viel getrunken und vielleicht gekifft. Und vielleicht noch viel Schlimmeres. Aber Eli schwört, sich da rauszuhalten. Wieso vertrauen wir ihm nicht einfach? Natürlich vertraue ich ihm. Ich mach mir einfach bloß Sorgen um ihn. Das ist alles. 16-Jährige haben das Recht, auch mal Mist zu bauen. Und das kann schlimme Folgen also haben. Also traust du ihm doch nicht. Rick, dieses leidige Thema haben wir oft besprochen. Ich will bloß, dass wir vor ihm geschlossen auftreten, okay? Und ich denke, du lässt mich dabei im Stich. Wenn du willst, verbieten wir ihm, auf der Party aufzutauchen. Du... Karen führte immer so eine Liste, auf der Dinge standen, die ein Kind gerne mal in irgendwelche Steckdosen stecken würde. Zum Beispiel, Schraubenzieher. Nagelfeilen und krumme Nägel, Schrauben, Füllerkappen und Gabelenden. So, als ob es reichen würde, zu wissen, wovon Eli bedroht wird, um zu verhindern, dass ihm irgendwas Furchtbares passiert. Eli! Ja? Was ist denn? Deine Mom und ich wollen lieber nicht, dass du mit dem Auto zur Party fährst. Ich werde nichts trinken, Mom. Eli, ich... Ich werde nicht betrunken Auto fahren, weil ich nämlich nichts trinken werde, okay? Na schön. Danke. Sicherheitsnadeln, Gabelgriffe, Kleingeld, Zahnstocher, die Zunge. Wenn die Kinder bei mir sind, dann glaube ich, dass sie auch mal eine Pause davon brauchen. Es ist ja nicht so, als ob man allein durch so eine Liste schon irgendwie sicherer wäre. Und die Kinder haben auch nie an Steckdosen rumgespielt. Jessie hat es vorgezogen, gleich einen Barbie-Schuh zu verschlucken. Guten Abend, Mr. und Mrs. Fischer. Hier spricht Judy Brooks, die Tante von Grace Manning, also Lily Mannings Schwester. Vielleicht können Sie ja mit dem Namen Manning auch nichts anfangen. Rufen Sie uns trotzdem unter 555-0157 zurück. Es geht um die Party bei Ihnen. Danke. Das wird ganz schön knapp, hä? Hast du dich fertig gemacht? Oh, ganz offensichtlich nicht. Auf der Party vermisst mich ja sowieso keiner. Es ist ja nicht so, als hätte Evan Fischer ohne mich weniger Spaß an seinem Geburtstag. Er weiß ja nicht mal, wer ich bin. Da hast du sicher recht, aber ich dachte, du gehst deinetwegen dahin. Ja, ich wollte eigentlich nur dahin, weil dieser Junge auch dort ist. Aber der wird mich auch nicht vermissen. Ich hätte da nur rumgestanden und darauf gehofft, dass niemand meinen fetten Hintern bemerkt. Und in Mamsachen sehe ich aus wie ein Marshmallow. Gracie. Ich mag Marshmallows. Kann ich nicht hier bei euch zu Hause rumhängen? Ja, selbstverständlich kannst du das. Aber du hättest das Zeug dazu, mehr aus diesem Abend zu machen. Was? Ja, auch wenn du es nicht glauben willst. Es ist manchmal wichtig, sich etwas zu weit vorzuwagen, anstatt ständig nur diese hässlichen Skrupel zu haben. Du willst wissen, ob Daniel dich mag? Dann geh auf ihn zu und sag, ich bin Grace Manning und wer zum Teufel bist du? Du kannst gar nicht schnipsen. Ich kann also nicht schnipsen, aber das ändert nichts daran, dass du ganz genau weißt, wie der Abend hier bei uns ablaufen wird. Aber... wenn du doch noch zu der Party gehst. Also ich würde lieber auf die Party gehen.